Nicht nur die Profis holten sich in den letzten Wochen Matchpraxis, sondern auch die Juniorinnen und Junioren. In der Otto Mohl Next Gen Series duellierten sich die besten DTB-Talente. Vor allem die Jugendlichen, die brauchen ihre Matches für die Weiterentwicklung, weil dass sie auch mal das, was sie im Training erlernt haben, ausprobieren können in der Matchform. Und da gibt es, glaube ich, nichts Besseres, als das bei einer DTB-Serie zu machen, wo du auch noch untereinander spielst. Das ist halt ein Riesenvorteil, da geht es ja nicht um Punkte, dann geht es eigentlich wirklich mehr so um diesen Trainingseffekt. Und das haben wir in den Wochen sehr, sehr gut hinbekommen. Und ich glaube, dass für die Jugendlichen diese Serie ein absoluter Traum war. Den Start machten 16 Nachwuchsspieler in zwei Altersklassen. Gespielt wurde über drei Turnierwochen, wobei sich in der U21 Osman Torski mit den meisten gesammelten Punkten durchsetzte. Ja, schön. Ist also sehr gut beim ersten Mal überhaupt bei diesem Turnier mitzumachen und direkt jetzt zu gewinnen, ist natürlich ein gutes Gefühl. Bei den Junioren der U17 war es deutlich knapper. Erst im letzten Match machte im direkten Duell Maximilian Homberg den Gesamtsieg gegen Leonidner perfekt. Ja, einfach wieder Matches zu haben, an meinem Tennis zu arbeiten. Und natürlich ist es gut, dass man gewinnt, wieder Selbstvertrauen zu bekommen. Und ich glaube, das ist so, was mich jetzt in der Serie weitergebracht hat. Bei den Juniorinnen kämpften zunächst 24 U18-Mädels zwei Wochen um Punkte, ehe anschließend ein Masters als Finale ausgespielt wurde. Dort gewann die 15-jährige Mia Mack. Ja, auf jeden Fall was ganz Besonderes, denn man hat jetzt viele Wochen darauf hintrainiert und das jetzt gegen Gleichaltrige von ganz Deutschland zu messen, ist natürlich eine große Ehre und es freut mich, dass ich das umsetzen kann, was ich in den letzten Wochen gelernt habe. Insgesamt war die Serie für alle ein voller Erfolg. Ja, ich habe schon ganz gutes Tennis gesehen die letzten Tage. Ich bin grundsätzlich zufrieden. Es ist schön, dass die Mädels wieder Matches spielen können, dass sie sich gegenseitig messen können, einfach wieder in Wettkampfstimmung kommen. Und es ist einfach gut zu sehen, dass wieder was geht nach dieser Corona-Zeit. Dank der Otto Mohl Next Gen Series sind die deutschen Talente also bestens gerüstet, wenn es dann auch international wieder losgeht.